Herzlich willkommen bei Chemida Montag. Ich habe ja eine neue Serie angefangen, in dem ich euch montags immer so erzähle, was letzte Woche passiert ist, was ich nächste Woche machen möchte. Und heute ist der 12.8. und da möchte ich euch besonders über mein Wochenende erzählen, was noch nicht mal viel mit Computer zu tun hat. Und auch noch die Ergebnisse des Dankeschöns für meine Abonnenten. Das kommt auch noch dazu. Im Hintergrund sind immer wieder Bilder, damit es nicht so langweilig ist, die ich jetzt am Wochenende im Zoo von Annie Will aufgenommen habe. Aber dazu komme ich noch. Ich fühle mich gerade wie meine Nichte. Ich bin total fertig. Das war ziemlich stressig, das Wochenende. Aber dazu auch gleich mehr. Fangen wir doch mal an, was ich letzte Woche so gemacht habe. Und ich muss ehrlich sagen, nicht sehr viel. Ich habe nur eine Folge World of Tanks mit Dominik aufnehmen können. Sind jetzt ungefähr 8 Teile gewesen. Die laufen momentan auch gerade. Ansonsten wollte ich am Freitag und am Sonntag Vormittag und am Samstag Vormittag aufnehmen. Aber da ist mir Folgendes passiert. Ich bin mit meinem Motorrad durch die Pampa gefahren, also durch schöne Waldgebiete, wo kaum was los war. Aber ich hatte das Pech, dass ich einen Platten bei meinem Motorrad bekommen habe. Das heißt also, mitten im Wald bin ich auf einmal stehen geblieben. Zum Glück ist da nicht mehr passiert. Also ich habe das Motorrad ziemlich schnell unter Kontrolle bekommen, zur Seite gefahren. Aber ja, da grinst der Typ. Der ist toll. Aber ich konnte nicht weiterfahren. Und ja, in so einem Fall ist es natürlich wichtig, dass man ein Handy dabei hat und vor allem, dass das Handy gut aufgeladen ist. Und aus diesem Grund lag mein Handy auch zu Hause in der Ladestation und hat sich aufgeladen. Ich konnte gut 1,5 Stunden, 2 Stunden da dumm rumstehen. Es war auch zu weit, irgendwo hinzulaufen. Und hatte dann Glück, dass irgendein Autofahrer angehalten hat, mir sein Handy geliehen hat und ich konnte dann den ADAC rufen. Der hat mich dann hinten aufgeladen und zurück zu einem Händler gefahren. Und bis ich dann irgendwann nach Hause kam, war es schon zu spät. Das war schon 22 Uhr, 23 Uhr. Da wollte ich auch nichts mehr aufnehmen. Den nächsten Tag, am Samstag, hatte ich die ganze Zeit damit zu tun gehabt, einen Händler zu finden, der noch einen passenden Reifen hatte und dorthin zu kommen, um meine Reifen zu wechseln. Das Schöne war ja, ich wollte ja an diesem Wochenende nach Frankreich fahren, meine Schwester und Kinder und Mann besuchen, also deren ihr Mann, und den Zoo in Annieville besuchen. Hier sind ja ein paar Bilder, das habt ihr ja schon gesehen. Es war eine Affenhitze dort. Das war gut, dass wir was zu trinken dabei hatten und wir waren für jede Erfrischung froh. Ja, also irgendwann konnte ich auch am Samstag nicht mehr aufnehmen. Ich bin dann zum Zeltplatz nach Metz gefahren. Dort habe ich meine Schwester, wie gesagt, getroffen. Die haben dort Campingwagen gehabt und ich habe mich im Vorzelt niedergelassen. Und das ist lustig, weil ich in einem Gefälle gelegen hatte und ich hatte die ganze Nacht damit zu tun, mich immer wieder auf meine Isomatte zurückzuroppen, weil ich über Nacht immer wieder runtergerutscht bin. So steil war das Gefälle. Aber wir haben es dann geschafft und sind am nächsten Tag nach Annieville in den Zoo gefahren. Habe ich da ein Bild? Hier. So wird das geschrieben. Zoo der Annemin. Anneville. Amneville, so wird wahrscheinlich aber in Französisch ganz anders ausgesprochen. Ist ein wunderschöner Zoo, hat aber leider den Nachteil, dass die Eintrittspreisen extrem hoch sind. Also für Erwachsene 31 Euro. Das Geld ist es eigentlich wert, man kriegt da viel geboten, aber es sind halt 31 Euro. Zum Glück haben wir ermäßigte Karten gehabt, dass wir da gut 6, 7 Euro weniger bezahlt haben, aber es war trotzdem noch viel Geld. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Aber oft kann man sowas auch nicht machen. Auf jeden Fall haben wir den Zoo besucht und ja, vielleicht erzähle ich ein bisschen davon. Was mich beeindruckt hat,
war auch die Afrika-Anlage, obwohl ich die Tiere alle kannte. Mir tat das Zebra so leid. Hier steht er neben einer Giraffe, der geht ja kaum an die Kniekehlen drüber. Na, ein bisschen höher ist er schon. Und was mich da beeindruckt hat, da gibt es auch Strauße. Und die waren extrem groß. Also ich kenne die kleiner, das muss dann eine andere Sorte gewesen sein. Der war größer als ich und er war deutlich größer als das Zebra. Also ich habe nachgelesen, die werden bis zu 2,50 Meter groß und ich wette, dass die ganzen gut 2,30 Meter mindestens groß waren. Also das waren extrem große Tiere. Da kann natürlich eine Giraffe nur drüber lachen über sowas. Aber wow, muss man nicht sagen. Dann gab es auch noch andere gemischte Tiere. Die waren sich nicht so freundlich zueinander. Und was echt toll war, war die Falknerei oder die Raubvögelshow. Das war eine Mischung zwischen Pferde- und Flugshow. Und die sind zusammen dann durch die Gegend geritten und haben das Übliche gemacht, bloß das Ganze auf dem Pferd. Und eine kleine Ritterkampfszene war auch dabei, aber die fand ich nicht so gut. Aber Vögel und Pferde zu verbinden, das war ein Respekt an die Leute, die die Pferde trainiert haben. Das waren ein Haufen Vögel, die gleichzeitig geflogen sind. Stellenweise schätze ich mal 10 bis 20 Vögel gleichzeitig. Die sind dann immer bei den Mädels da gelandet. Und ja, so dass die Pferde da nicht gescheucht haben, das Respekt an die Leute, die die Pferde trainiert haben. Es gab ja auch Kampfszenen. Okay, also irgendwann kam ich auch wieder nach Hause und habe mal das Dankeschön ausgewertet. Das war auch ein schöner Akt, was ich da hatte. Weil es haben insgesamt 13 Leute mitgemacht oder 12 Leute haben mitgemacht und ich hatte 11 Preise, 12 Leute haben mitgemacht und ich habe als erstes mal mit random.org die Leute sortiert, wer als erstes gezogen wird oder als erstes was kriegt und so weiter. Und so habe ich ausgelost und ich kann sagen, dass 10 Leute was bekommen haben und heute noch oder Dienstagmorgen kriegen alle den Steam-Schlüssel zugeschickt. Drei Leute haben ihre gewünschte Spiele hatte ich nicht mehr gehabt. Die haben also theoretisch nichts bekommen. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich da irgendeine Lösung finde, dass also alle, die mitgemacht haben, noch was bekommen. Mit den anderen drei schließe ich mich noch zusammen und dann schauen wir, dass wir eine Lösung finden. Also wie gesagt, die ersten 10 kriegen ihre Keys in Kürze, sollen dann mir Bescheid geben, ob es geklappt hat. Und die anderen drei, da regeln wir noch was, dass die auch irgendein Spiel bekommen. Wir kriegen das schon raus, was am besten ist. So, habe ich noch was zu sagen? Na gut, ich hoffe, dass diese Woche nicht so stressig wird und dass ich endlich mal mit euch wieder anfangen kann, Let's Plays zusammen zu machen. Das war's diese Woche. Ich bin ein bisschen, hab wahrscheinlich einen Hitzestich bekommen, was man mir wahrscheinlich nicht anmerkt, weil ich, wenn ich normal bin, auch nicht besser drauf bin. Und bin wahrscheinlich auch dehydriert, muss noch eine Menge trinken, bis ich da wieder fit bin. Aber es hat mir einen Haufen Spaß gemacht, trotz Panne und allem drum und dran. Und ich wünsche, dass ihr auch noch eine schöne Woche habt und sage Tschüss.